Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkinokanal. Meine Güte, wie lange habe ich das schon nicht gesagt? Das habe ich gerade jetzt zum ersten Mal gar nicht hinbekommen. Das muss ich jetzt dreimal üben. In Corona-Zeiten wird so manches anders. Aber wir lassen uns ja die gute Laune nicht verderben und haben überlegt, wir möchten euch natürlich, weil ich habe es ja Anfang des Jahres schon gesagt, das Jahr 2020 wird für mich musikalisch ein besonderes Jahr, weil wir sicherlich einiges über das Thema 3D-Sound bei der Musikwiedergabe mitteilen können. So, die ganz großen Blockbuster, die sind ja alle auf Jahresende verschoben worden. Das heißt, so schnell werden wir die auch nicht zu Hause zu Gesicht bekommen. Und ansonsten sind im Filmbereich die Dolby Atmos Aktivitäten im Moment ein bisschen überschaubar. Vielleicht mache ich noch was zu Star Wars, mal gucken, ist ja jetzt gerade gelaufen und also gelaufen in Form von, dass sie jetzt endlich da ist, diese super tolle Box. Und wir haben sie noch nicht hier gehabt, wir müssen mal gucken, ob wir das uns auch noch antun. Aber nein, wir tun uns das hier mal an. Das ist hier die Scheibe Mensch, über die haben wir mehrfach schon in den letzten Wochen und Monaten berichtet. Ich habe auch darüber berichtet, Mylène Farmer, weiterhin für mich eine absolute Referenzscheibe. Der Kollege hier, der singt auch ganz interessant, nämlich auch in 3D-Sound, nämlich der gute Marius Müller-Westernhagen. So sehen also diese weiteren musikalischen Prachtexemplare aus. Und ja, ich darf sie ja nicht mal werfen, wurde mir ja auch schon mitgeteilt, deshalb lege ich sie vorsichtig auf unseren wunderschönen Teppich. Aber das ist die Scheibe Mensch. Und diese Scheibe Mensch war ja wohl Anfang 2000 eine der wirklich absolut erfolgreichsten Scheiben, die auf den Markt kamen, wo der gute Herbert Grönemeyer seine Liedchen zum Besten gab. Und jetzt ist diese Scheibe nochmal remastered worden. Und remastered heißt also, man hat die Aufnahmen, alles das genommen. Und zwar nicht nur im Ton, sondern auch Bild. Weil es ist zum meinen hier zum ersten Mal auch wirklich viel Bild drauf. Man hat nämlich das Konzert Mensch live auf Schalke auch mit in diese Scheibe integriert, also in diese Pure Audio, weil bis dato war eine Pure Audio zwar eine Blu-ray, die also mit jedem Blu-ray-Player abspielbar ist, aber eine Scheibe, die eigentlich nur Musik wiedergeben wollte, sollte, konnte. Und hier hat man jetzt den Standard generell vor einigen Monaten erweitert und auch hier wird das dann eben direkt schon genutzt, dass also hier beide, nämlich die Musikwiedergabe als aber auch eben das entsprechende Video von damals mit integriert ist. So, warum mache ich jetzt das hier so alles so aufwendig? Guck mal hier, zum einen mal Studio- und Heimkino-Edition. Also letzteres hat mich ja wirklich sehr gefreut. Dann haben wir hier drauf stehen, inklusive Mensch live, ne, Konzertvideo auf Blu-ray. Album und Video in Stereo, in Surround und in Dolby Atmos. Siehe da, nichts hier mit 3D Soundmaster oder ähnlichem. Und alle Logos, die man so mittlerweile auf so eine Scheibe draufpacken kann, DTS HD, Dolby Atmos, DSD, weil es ist auch eine SACD hier drin. Und das ist die SACD, die wohl, habe ich mir sagen lassen, schon vor langer, langer Zeit verschwunden ist. Also alle die SACD von Mensch haben wollten, sollten auf jeden Fall aufhorchen und hören, dass die eben hier mit integriert ist. Neuauflage. Und jetzt mache ich das gute Stück mal auf, weil ich will euch ja schon zeigen, was da drin ist. Denn, auch das muss ich sagen, heute haben wir den 12. In diesen Tagen verliere ich ein bisschen das Zeitgefühl. Also 12. Mai. Und wir haben heute tatsächlich unsere kleine Lieferung bekommen. Und die wurde auch dann schon an alle unsere Vorbesteller ausgeliefert. Und wir haben auch noch welche da, sodass ihr sicherlich in den nächsten Tagen noch welche bei uns bekommen könnt. Denn es ist eine kleine Auflage, die man jetzt doch produziert hat. Weil das große Tamtam, das hat man leider wegen Corona verschieben müssen. Und somit wird es also nochmal später nochmal etwas größeren Tamtam von offizieller Seite geben. Und dann wird es da auch nochmal ein paar Stück mehr geben. Im Moment ist die Stückzahl also sehr begrenzt. Ja, ich mache das gute Stück mal auf, ne? Folie entfernt, Fingernagel noch dran. Und das sind also meine beiden Scheiben. Das ist die Blu-ray und das ist die SACD. Und dann haben wir hier noch ein schönes, ich glaube Booklet heißt das, ne? Da haben wir noch ein schönes Heftchen dabei. Und dann können wir uns mal anschauen, was hier noch so drin ist. Ja, noch nette Bilder von der damaligen Show. Das Ganze hier, ne? Der gute Herr Grönemeyer ist auch da. Ja, Brille brauche ich jetzt noch nicht, kann ich noch alles gut lesen, zeige ich gleich mal noch ein paar Details. Also das haben wir auch dabei und ich würde sagen, in der nächsten Szene zeige ich euch dann mal, wie diese Scheibe bedient wird, was man dort alles auswählen kann und dass es sich gut anhört, das kann ich euch ganz klar bestätigen, denn das haben wir vor einigen Monaten schon hören können, indem man nämlich eine Vorabversion uns mal hier in diesem Grobi-Kino mit uns getestet hat und das war schon ziemlich imposant, was man da aus dem Material rausgeholt hat. So, für alle die zum ersten Mal eine Pure Audio in ihren Blu-ray-Player reinlegen, was erwartet einem da? Es erwartet einen, wenn man den Fernseher einschaltet, dann erwartet einen, oder den Beamer natürlich mit der Leinwand, dann erwartet einem dieses Bild, nämlich dieses Cover, plus dieses Menü.
Jetzt kann ich hier zum einen mal sehen die sogenannte Tracklist, ne? Also die Liste all der Lieder. Es sind 11 an der Zahl. Und wenn ich sehen möchte, welche Lieder sind denn das, dann kann ich die mir hier rechts anzeigen lassen. Ich kann also die Lieder auswählen, indem ich über die Fernbedienung das jeweilige Lied anwähle. Oder ich gehe wieder zurück, gehe hier unten auf meine Zahlen, sehe natürlich auch rechts entsprechend jeweils den Namen des Lieds. Das ist schon mal ziemlich einfach und logisch aufgebaut. Ich kann dann hier unten, jetzt wird es noch etwas spannender, das ist nämlich auch wiederum für alle Pur Audios gleichgültig. Wir haben insgesamt 4 Tonspuren zur Verfügung. Bei dieser Scheibe hat man 3 genutzt, nämlich einmal den Ton in Stereo abzumischen und zwar in DTS HD 24-Bit 96 kHz 2.0, heißt ganz klar in Stereo. Dann hat man eine 5.1 DTS HD Spur wiederum abgespeichert. Und dann ist meine dritte Spur die Dolby Atmos Spur. Viertens wäre es möglich, eine Auro 3D Spur natürlich abzulegen. Oder man hätte auch gesagt, wir machen das Ganze mal ohne die Stimme des Künstlers. Das wäre auch möglich. Das wäre eine Instrumentalversion gewesen. Wäre ja auch mal was Spannendes gewesen. Also, das kann ich dann hier auswählen. Und um das auswählen zu können, muss ich nicht den Fernseher einschalten, sondern das macht man über seine Fernbedienung oder hier wie bei meinem Panel, was ich habe, also mein sogenanntes Touchpanel. Da sind meine roten, rot, grün, blau und gelben Tasten. Die hat ja jede Fernbedienung von einem Blu-ray Player. Und endlich haben die mal eine Funktion, denn ich kann, während ich die Musik abspiele, einfach mal zwischen diesen 3 verschiedenen Tonformaten springen. Okay, ja, wenn wir damit mal starten wollen, wir haben jetzt also gewählt hier die Stereo-Spur und ich gehe jetzt mal aufs erste Lied, dann werden wir sehr deutlich vernehmen, es geht sofort los und es hört sich ziemlich cool an. Also, funktioniert hervorragend, diese kleinen Unterbrecher, die sind ein bisschen abhängig davon, wie der Handshake zwischen Beamer und eurem Verstärker ist und ob der Verstärker das auch schnell umwandelt, kann, also nicht umwandelt, Gottes Willen, sondern erkennt die andere, die Tonformate, das kann schon mal sein. Aber eigentlich sehr einfach in der Bedienung und der Effekt ist der Hammer und ich bleibe dabei, es hört sich wirklich gut an, was man hier aus dem Ganzen rausgeholt hat. Und ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, es ist eben nicht nur diesmal Musik hier, sondern wir haben tatsächlich auch noch ein Video hier. In dem Fall ist es das Konzert. Das Konzert ist hier. Das heißt, jetzt gehe ich nochmal mit meinem Cursor nach unten. Da haben wir es. Starten wir das Ganze. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Da ist es. Jawohl, da ist das Konzert. Auch hier wiederum eine Auswahl. Und beim Audio Setup, da sehe ich tatsächlich auch wiederum Stereo-Wiedergabe, 5.1-Wiedergabe oder auch das Konzert in Dolby Atmos abgemischt. So, es gibt einen Wermutstropfen für alle Besitzer eines Beamers. Da müssen Sie ein bisschen tapfer sein, weil es ist damals leider nur in SD im Wesentlichen aufgenommen worden. Ich habe das Konzert selber noch nicht im Detail alles gesehen, aber ich meine, es waren eventuell noch eine Mischung mit HD und SD-Kameras. Es kann aber sein, dass wirklich alles SD, also Standardauflösung, PAL-Auflösung. Für die Älteren von uns, die wissen noch, was das ist. Also eine ganz normale Auflösung dabei. Wir gucken trotzdem mal eben kurz rein. Ich sage jetzt mal Dolby Atmos und gehe jetzt mal auf die Tracklist. Und dann suchen wir uns mal hier, ne, das ist die Übersicht der ganzen Titel, die damals gespielt worden sind. Ich sage jetzt ganz offen, ich bin jetzt nicht der größte Grönemeyer-Fan, aber ich weiß unter Grönemeyer-Fans und vielen anderen auch, das ist wirklich ein Kultkonzert gewesen damals auf Schalke. Und es ist wirklich toll, dass es jetzt nochmal fast 20 Jahre später in so einer hohen Audioqualität verfügbar ist. Und so manch einer wird sicherlich sich wiedererkennen. Also es macht schon echt Laune. Also hier in dem Kino kann ich schon sehr schön erleben, was da an Räumlichkeit ist. Man hat schon wirklich das Gefühl und so soll es ja sein. Das ist der Sinn von 3D-Sound und hier hat man es mittels Dolby Atmos wirklich gut umgesetzt. Man ist mitten im Konzert, man hat die Atmosphäre, die klatschenden Leute, all das, was da in dieser riesen Arena stattfand, kann man wirklich sehr, sehr gut fühlen. Also ich bin sicher, es ist nicht nur wirklich für die Grönemeyer-Fans ein echtes Erlebnis, diese Neuauflage mal zu erleben, sondern es wird auch viele, die generell an einem tollen Sound Interesse haben und eben nochmal so ein Konzert nochmal im Nachhinein erleben möchten.
es ist ein echtes gutes Ding, ein gutes Investment, würde ich mal behaupten. Und wie gesagt, wir haben eine SACD noch dabei, also Oppo-Besitzer können endlich mal eine SACD reinlegen. Ich weiß, der eine oder andere hat vielleicht noch ein paar Stück zu Hause, aber jetzt haben wir nochmal gerade die hier, was natürlich auch sehr, sehr klasse ist. Das soll es auch gewesen sein. Also wir haben die Scheiben noch, ein paar Stück davon bei uns im Angebot, können wir noch anbieten, können wir noch liefern. Ansonsten der große, große Knall, wenn das Ganze vorgestellt wird, kommt wahrscheinlich erst im Sommer oder Herbst. Und ansonsten, wenn ihr euch das anhören wollt, kommt zu uns, zeigen wir euch das gerne. Aber auch noch viele, viele andere Beispiele, wie ihr euren 3D-Sound nach Hause holen könnt. Haben da ja auch ein paar interessante Angebote und ja, bleibt weiterhin gesund in diesen schweren Zeiten. Ne? Passt auf euch auf. Und wir werden uns in den nächsten Tagen noch ein bisschen häufiger sehen. Bis dann. Tschüss.